Hallo, ich lese Medikamente im Testblut Hochdruck von der Stiftung Warentest und ich bin angekommen im roten Kapitel, das nennt sich Medikamente bewertet und unter Medikamente von A bis Z werden erst rezeptpflichtige Medikamente dem Namen nach aufgeführt und dann hinterher in Wirkstoffgruppen und ich bin angekommen bei Beta-Blocker und Diuretikum habe ich auch schon vorgelesen und jetzt geht es um Beta-Blocker, Diuretikum und gefäßerweiterndes Mittel. Dieses Präparat kombiniert den Beta-Blocker Atenolol mit dem Thiazid-ähnlichen Diuretikum Chlortalidon und dem gefäßerweiternden Wirkstoff Hydralazin. Atenolol plus Chlortalidon plus Hydralazin. Mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck. Nur anzuwenden, wenn dieser mit geeigneten Einzelsubstanzen, Zweierkombinationen oder Dreierkombinationen nicht ausreichend gesenkt werden kann. Beta-Blocker wirken dem sonst bei gefäßerweiternden Mitteln sehr häufig auftretenden Herzrasen entgegen. Die Diuretika verhindern, dass sich Ödeme bilden. Eine Kombination dieser Wirkstoffe ist selten erforderlich und nur bei sehr wenigen Menschen sinnvoll. Weitere wichtige Hinweise zur Anwendung, zu unerwünschten Wirkungen, zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei älteren Menschen finden Sie unter Beta-Blocker, unter gefäßerweiterndes Mittel und unter Thiazide und thiazidartige Diuretika. Siehe Seiten 120, 125 und 140. Weiter geht es mit Beta-Blocker und Calcium-Antagonist. Tschüss.